Ein Treffen in Washington, bei dem es um die Rechte der sogenannten Dreamer geht. Dreamer nennt man Immigranten, die als Minderjährige mit ihren Eltern in die USA kamen. Das Dakar-Dekret von Ex-Präsident Barack Obama, das die Dreamer bisher vor einer Abschiebung schützt, ist inzwischen abgelaufen. Obamas Nachfolger Donald Trump will es neu auflegen. An einem Tag twittert unser Präsident, dass er uns Dreamers liebt und dass er alles tun will, um uns zu beschützen. Dann aber zum Beispiel bei der Rede zur Lage der Nation spricht er von uns als Kriminelle. Die 17-Jährige spielt Volleyball und schreibt für ihre Schülerzeitung. Sie kam als Baby aus Bolivien in die USA. Doch im Gegensatz zu ihren Mitschülern ist sie keine US-Bürgerin. Im Alter von 15 Jahren wurde ihr klar, dass sie keinen sicheren Status in den USA hat. Danach war mir klar, dass ich einen Zahn zulegen muss. Ich muss einfach mehr arbeiten, mehr lernen, um dazuzugehören. Trump ist zwar grundsätzlich bereit, die Dreamer im Land zu behalten, allerdings knüpft er dies an heftige Bedingungen. Für die jungen Menschen ohne sicheren Aufenthaltsstatus bleibt die Lage weiter unsicher.